Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Mit dem heutigen Video beende ich meine Aufarbeitung des Duells zwischen Garry Kasparov und Deep Blue im Jahre 1996. Dieses große legendäre Duell zwischen dem damaligen Weltmeister und dem IBM-Computer. Kasparov führt hier nach 5 Partien mit 3 zu 2 und das ist jetzt die letzte Partie in diesem Match. Kasparov beginnt mit Springer F3. D5. Er hat alle Partien in diesem Match mit Springer F3 begonnen. D4, C6, C4, E6, Springer BD2, Springer F6, E3. Genau wie in der Partie Nummer 4. Dort wählte Deep Blue Springer BD7. Hier allerdings wich der Computer ab mit C5 sofort. Mit Attacke auf das Zentrum. B3. Springer C6. Er entwickelt sich hier ein bisschen anders, stellt den Springer auf C6 auf. Läufer B2, C schlägt D4, E schlägt D4. Läufer E7, Turm C1, stellt den Turm auf die C-Linie. Kurze Rochade, Läufer D3. Alles Entwicklungszüge. Hier müssen wir uns Gedanken machen jetzt mit Schwarz. Was machen wir mit diesem Läufer auf? C8, der möchte ja ein Spiel. Ich denke mal, heutzutage würde fast jeder B6 spielen. Ich finde B6 mit der Idee Läufer B7 ist hier super natürlich und super logisch. Damals wurde das auch schon gespielt so. Die Blue spielt allerdings Läufer D7. Finde ich ein bisschen unharmonisch, finde ich ehrlich. Ehrlich bin, der Läufer steht, ich finde den Läufer immer auf D7 in diesen Strukturen. Wenn Schwarz hier diese Bauern auf F7, E6, D5 hat, immer so ein bisschen unnatürlich. Für mich persönlich einfach. Natürlich kann man das spielen. Kurze Rochade. Die Idee ist natürlich auch, das Feld C8 für den Turm sofort frei zu machen. Kurze Rochade. Und hier, denke ich, Turm C8 wäre der logische Follow-up. Oder A5 ist hier interessant. Einfach A5 mit der Idee A4 und Angriff am Damenflügel. Die Blue verfällt allerdings auf die Idee hier Springer H5. Das ist ein bisschen fragwürdig. Der Springer würde auf F4 eigentlich nett stehen, ne? Aber der Läufer auf D3 kann problemlos zurück nach B1. Und der Springer auf F4 wird mit G3 auch wieder vertrieben, wie wir sehen werden. Turm E1, Springer F4, Läufer B1. Natürlich behalten wir diesen Läufer mit Weiß. Läufer D6 und jetzt G3. Und man sieht, Schwarz hat eigentlich nur Zeit verloren, ne, mit diesem Springer H5, Springer F4 Manöver. Und jetzt muss der Springer zurück nach G6. Hier denke ich, im Blitzen würde ich hier ohne zu zögern H4 spielen. H4 ist auch ein guter Zug, mit der Idee H5 den Springer zu attackieren. Der muss eventuell zurück und dann können wir eventuell weiter H6 spielen, die schwarzen Felder schwächen am Königsflügel. Ist ein guter Zug. Strategisch bietet sich hier auch an, A3 mit der Idee B4 am Damenflügel zu expandieren. Kasparov wählte aber Springer E5. Objektiv wahrscheinlich nicht ganz so gut wie die Bauernzüge, aber er hatte eine ganz klare Idee. Man muss auch das Match betrachten. Er führt 3-2 und er weiß, wenn er ein leicht besseres Endspiel bekommt durch Abtausch der Figuren, durch bestimmten Abtausch von Figuren, dann hat er keine Probleme mehr. Es geht ihm darum, das Match einfach sicher nach Hause zu bringen. Der beste Zug wäre jetzt hier Springer C schlägt E5, den Springer loszuwerden, weil der rumnervt auf E5. Nach D schlägt E5, Läufer B4. Spielen wir aber allerdings A3, greifen den Läufer an. Läufer schlägt D2, Dame schlägt D2, D schlägt C4, Turm schlägt C4, Läufer C6, Turm D4. Und das ist eine Stellung, die Weiß niemals verlieren würde. Also Kasparov würde das nicht verlieren, das weiß er ganz genau. Er hat das Läuferpaar, er kontrolliert die D-Linie, hat hier einen leichten Vorteil und kann hier schön Druck machen bis zum Ende der Partie, bis das Team Deep Blue sagt, komm, pass auf, ich biete ein Remis an und er wird das Remis annehmen. Zurück nach Springer E5. Deep Blue entscheidet sich nicht auf E5 zu schlagen, sondern Turm C8 zu spielen. Jetzt schlägt Weiß auf D7 diesen Läufer. Springer schlägt D7. Sieht ein bisschen unlogisch aus, weil der Läufer auf D7 ist eher passiv. Aber Weiß sichert sich das Läuferpaar. Dame schlägt D7 und das ist hier die Idee von Kasparov. Springer F3. Außerdem kommt der nächste Springer hier. Angedackelt. Läufer B4 greift hier den Turm an. Der Turm geht aber einfach nach E3. Kein Problem. Turm FD8. Und jetzt spielt Kasparov das, was ich schon erwähnt hatte vor 5 Zügen. H4. Das ist super logisch, hier H4 zu spielen. Immer wenn der Springer auf G6 steht oder ein weißer Springer auf G3, ist der Aufmarsch des H-Bauern ein absolut logischer Kandidatenzug. Stark wäre indes auch sowas wie C5 hier, den Läufer auf B4 abzusperren. Okay, H4. Deep Blue geht
selbst zurück nach E7, Springer G7. Und jetzt kommt A3 auf der anderen Seite. Kasparov versteht die Stellung super hier. Er weiß, diese Randbauernzüge helfen ihm. Läufer A5, B4, Läufer C7. Und hier, ich bin mir sicher, dass Kasparov jetzt hier an Läufer schlicht H7 gedacht hat. Aber gleichzeitig hat er entschieden, okay, ich führe 3-2. Mein Zug, den ich spielen werde, C5 hier in der Partie, ist sehr stark. Ich gehe kein Risiko ein. Wir gucken aber kurz Läufer schlicht H7 an. Läufer schlicht H7 ist ein starker Zug. König schlicht H7, Springer G vom Schach. König G8, Dame H5 ist sofort verloren, ne, hier. Das kann Schwarz nicht verteidigen. Wenn überhaupt, dann muss man mit dem König rausrennen nach G6. Aber nach Dame G4 schaltet man heutzutage natürlich Stockfisch an und sagt, komplett gewonnen. Der schwarze König steht so schlecht, das ist gewonnen. Und ich bin mir auch sicher, dass Kasparov auch das so eingeschätzt hat. Aber er wollte kein Risiko eingehen. Vielleicht hat er irgendwo was verrechnet. Man denkt sich dann in einer Partie, nein, vielleicht verrechne ich mich irgendwo besser. Nein, ich spiele es nicht. Na? Er spielte C5. Strategisch steht er auch hier super. Warum? Guckt euch mal dieses Knäuel an hier bei Schwarz. Die sechs Figuren stehen sich so auf den Füßen und können sich nicht bewegen. Und Weiß hat eine super Bauernkette und kontrolliert das wichtige Feld E5. Schwarz kann hier nicht den Durchbruch E5 schaffen. Ja? Weiß steht einfach fantastisch. Und diese Läufer hier, einfach eine Pracht. Es ging weiter mit Turm E8, Dame D3. Die Mutter aller Drohungen. Nee, matt ist es noch nicht, aber es droht Dame schlicht H7. G6, muss Schwarz verhindern. Turm E2, Springer F5, Läufer C3, H5, B5. Sehr logisch, Weiß hat hier eine Mehrheit und schiebt die Bauern einfach vor. Der Springer geht zurück nach E7. Man könnte auch nach A5 gehen, aber dann müsste man bereits einen Bauern zu opfern. Nach A4, Springer C4, Läufer A2 zum Beispiel. Denn der Springer, ja, man kann den dort schlagen halt. Ne? Oder er geht wieder zurück. Der Computer sagte, nee, komm, ich gehe selbst zurück. Springer C7, Läufer D2, König G7, A4, Turm A8. Das spielt sich jetzt von alleine. A5, einfach die Bauern vorschieben. A6 von Schwarz möchte hier Einhalt gebieten, aber es kommt noch schlimmer. B6 greift den Läufer an. Und jetzt, das ist eine ganz berühmte Stellung hier. Nach heutigen Maßstäben würde man sagen, man muss hier Läufer D8 spielen. Auch damals, nach menschlichem Ermessen. Läufer D8, weil der Läufer muss ja irgendwie noch, man muss ja wenigstens die Hoffnung haben, irgendwie die Figuren ins Spiel zu bringen. Springer C6, dann Läufer E7, den Turm von A8 wieder nach C8. Aber der Computer rechnet ganz konkret und sagt und sieht, dass Läufer D8 noch schlechter ist als Läufer B8. Aber Läufer B8 ist aus menschlicher Sicht einfach super schlecht, weil der Läufer ist tot, der Turm ist tot auf A8 und der kommt überhaupt nicht mehr ins Spiel. Ja? Und der Läufer auf B8 hat auch keine Felder, ne? Weil die Bauern hier decken die Felder. Diese vier Felder, wo der Läufer hingehen könnte. Nun gut, man könnte eventuell Läufer schlicht G3 in Betracht ziehen, ne? Aber auch wenn das Opfer nicht viel bringt. Gut, Läufer C2, schauen wir mal, wie ein Kasparov das verwertet. Springer C6, Läufer A4. Er fesselt hier den Springer. Turm E7, Läufer C3. Springer E5. Schwarz versucht sich durch Abtausch zu entlasten. Das hatte Kasparov aber alles berechnet. D schlicht E5, Dame schlicht A4. Springer D4 bietet hier den Springer zum Tausch an. Naja, was soll Schwarz machen? Ne? Er tauscht. Springer D4, Dame D4. Läuft Dame D7 zurück. Läufer D2. Wo will der Läufer hin? Offensichtlich nach G5, F6, hier, ne? Den Läufer dort einzementieren. Turm E8, Läufer G5. Turm C8, Läufer F6, Schach. König A7. Und hier sehen wir, die weiße Strategie hat komplett obsiegt. Schwarz kann sich überhaupt nicht mehr rühren. Ja? Weiß hat eine totale Dominanz hier, ne? Und der Läufer auf B8 kann ich ziehen, der Turm auf A8 kann ich ziehen. Und jetzt macht Weiß schön den Deckel drauf. Und zwar mit dem Zug C6, mit diesem Bauernopfer. Hat er super gesehen. Warum opfert er hier den Bauern? Nach Turm schlicht C6 wäre Turm EC2 gekommen. Turm schlicht C2, Turm schlicht C2. Und dann dringt Weiß einfach über die C-Linie ein. Ne? Der Läufer ist tot, der Turm ist tot. Und Weiß spielt einfach Dame C5 und spielt Dame C8. Und dann ist es matt auch auf H8 hier. Ne? Das kommt auch noch hinzu. Weil die Figuren nicht ziehen können. Ne? Der Bauer E5 ist ja gedeckt hier.
In der Partie ging es weiter mit B schlägt C6, etwas zäher, damit der Turm die achte Reihe überdeckt. Dame C5 blockiert den C-Bauern, König H6, Turm B2. Es droht B7 offensichtlich mit dieser Bauerngabel. Schwarz stellt die Dame auf B7. Und nach Turm B4 gab das Computerprogramm auf, beziehungsweise die Bediener, weil sie merken, hier geht nichts mehr. Schwarz ist in Zugzwang. Was für eine Zugzwangsstellung. Diese Stellung ist sehr berühmt geworden. Und es zeigte sich halt noch, dass die Computer noch nicht ausgereift waren in gewissen Stellungen. Ne? Gewisse Stellungen haben sie einfach schlecht behandelt. Gerade so geschlossene Strukturen, sagte man früher. Ne? Haben sie sehr schlecht behandelt. Er kann nichts mehr ziehen hier. Total in Zugzwang. Der Läufer kann nicht ziehen, der Turm kann nicht ziehen. Die Dame kann nicht weg, weil B7 hier diese Bauerngabel folgt. Wenn der Turm wegzieht, irgendwo hin, dann folgt Dame schlägt C6 einfach. Dame schlägt C6, Turm schlägt C6 und dann haben wir hier mit dem B-Bauern eine Gewinnstellung. Oder wir gehen mit dem Turm zurück und dringen dann wieder über die C-Linie ein. Der Turm und der Läufer können ja sowieso nicht ziehen. Naja, was ist ein logischer Zug noch? Vielleicht König H7 könnte man noch berechnen. Das ist der einzige Abwartezug, der mir noch einfällt. Dann gewinnt aber Dame E7 zum Beispiel. Es gibt viele andere Gewinnwege auch. Dame schlägt E7, Läufer schlägt E7. Läufer schlägt E5 und jetzt B7, ne, diese Bauerngabel. Die konnte Schwarz auch nicht verhindern, ne? Nach dem Damentausch, weil die Türme können nicht ziehen vernünftig. Ne? Ja doch, Turm E8 geht hier noch, aber dann gewinnt auch B7, Turm A7, Läufer C5, gewinnt hier erstmal den Turm, die Qualität, dann gewinnen wir den Bauern und das ist trivial. Ja, für Kasparov natürlich ein super Abschluss bei diesem ersten Match gegen den Computer Deep Blue. Ne? Da hat sich nochmal gezeigt, der Weltmeister strategisch deutlich besser als das Programm, gewann dieses Match letztendlich mit 4:2. Großer Erfolg für ihn und die Menschheit. Naja, für die Menschheit. Wollen wir nicht übertreiben. Im Jahr danach kam es zum Rückmatch gegen Deep Blue. Und wie es da weitergegangen ist, werde ich bestimmt an anderer Stelle und ein anderes Mal auf diesem Kanal für euch analysieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Aufarbeitung dieses legendären Matches. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt.